einige Zwischenfragen. Wir machen weiter mit Übungen. Entweder oder lasst es uns ab jetzt mit Steigungszeigen machen. Das brauchen wir sowieso später. Oder wir überprüfen mal, ob das auch mit einer stillen Wertetabelle funktioniert hätte, indem ich hier x und y-Werte habe. Wenn ich eine 0 einsetze, lande ich bei minus 3. 0 und minus 3 müsste klar sein. Und jetzt setze ich mal eine 5 ein, eine positive 5. Dann habe ich minus 4 Fünftel mal 5 ist minus 4, minus 3 ist minus 7. Kontrollieren wir mal, ob das stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal hier. Hier habe ich den Punkt, der heißt 5 und minus 7. Und automatisch sieht man auch daran, wenn man es mit Wertetabelle macht, dass wir richtig gehandelt haben. Aber die Sache mit dem Steigungsdreieck, wenn man die einmal drauf hat, dann macht die uns die Arbeit leichter. Noch Fragen? So, wir machen jetzt Übung zum Steigungsdreieck. Nehmen wir mal gleich, bleiben wir bei dieser Farbe. Mal ein ganz einfaches. F von x ist gleich 4x plus 1. Und die andere F von x sei minus 2x auch plus 1. Mal sehen, was bei rauskommt. Ich schlage vor, wir kennzeichnen die x- und y-Achsen mit hier 1. Das reicht. Wir brauchen jetzt keine 2 oder 5 oder 10 oder irgendwelche anderen Einteilungen zu nehmen. Das geht hier für diese beiden Funktionen gut. Na denn. Gut, zur Auflösung. Also, wir fangen mit der grünen an. 4x plus 1 ist f von x. Also, plus 1. Schwupp, unseren ersten Punkt haben wir. Und jetzt, positive Zahl. Also, große Zahl, ausreichend natürliche Zahl sogar. 1 nach rechts und 1, 2, 3, 4 nach oben. Wir haben unseren zweiten Punkt. Und die beiden gilt es zu verbinden. Oh, besser als gedacht. Zur blauen. Plus 1, oh, der gleiche. Na gut, ist kein Problem. Und jetzt, 1 nach rechts. Ein von hier aus gesehen, ne? Ein nach rechts. Und jetzt minus 2 nach unten. Also 1 und hier ist 2. Und dann ergibt sich dieser Graphenverlauf. Und schon haben wir es. Dürfte nicht so schwer sein. Wir nehmen eine nächste Farbe und malen das noch mit rein hier. Den Platz haben wir. Das geht. Und zwar die nächste in Rot. Von x sei ja, 2 Drittel x minus 3. Und dann nehmen wir noch, aua, was nehme ich denn? Ich nehme Ocker. Nehmt nicht gerade Gelb, das wäre zu hell. Nee, ich nehme Braun. F von x sei minus 1 halb x. Plus 3. So, na dann. Jetzt wieder Pause machen, üben und Action. So, und diese Übung, die kann man dann bis zum Abwinken sich selber gestalten, indem man sich einfach irgendwelche Formeln ausdenkt und ungefähr 4 verschiedene Kurven, gerade Kurven, ne, Linien, in das Koordinatensystem malt. Ich zeige nochmal ganz schnell. Hier fange ich mit der minus 3 an, y-Achsenabschnitt, und von da aus 1, 2, 3 nach rechts und 1, 2 nach oben, weil ich hier eine 3 eingesetzt habe. Hier werde ich eine 2 einsetzen, aber ich fange an mit plus 3 auf der y-Achse und sage dann, ich gehe 2, damit sich es kürzt, nach rechts, 1, 2, immer nach rechts. Und minus 1, also einen runter. Und damit dann die Punkte verbinden und drüber hinausziehen. Okay. Ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab. Gibt es noch Fragen? Moment. So, also, Video können wir abschließen. Wie gesagt, sich selber solche Dinge hinmalen und dann losmalen. Das ist die einfachste Übung. Und nicht vergessen, die Probe, ruhig mal einen dritten Wert nehmen. Den haben wir geschenkt. Den haben wir fürs Steigungsdreieck eingesetzt. Wir gehen immer vom Geschenkten aus. Immer von da. Und können dann noch einen dritten Wert, meinetwegen eine 6 einsetzen. Gesundheit, ich mache das nochmal hier für die rote mit einer 6. Und zwar, 2 Drittel mal 6 ist ja dann höchstwahrscheinlich 4. 2 Drittel mal 6. 2 mal 3 ist 6.
Ich wollte eine 6 einsetzen. 2 mal 6 ist 12, durch 3 ist 4. Also, ich habe mir jetzt gedacht, eine 6 einzusetzen. Gucken wir uns mal hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann 1, 2, 3, 4 nach oben. 1, 2, 3, 4 nach oben. Und siehe da, wenn ich ein bisschen besser gemalt hätte, würde der hier auch durchgehen. Na, das wäre dann der Kontrollwert hier an der Stelle. So kann man sich das also praktisch zum Üben immer wieder machen. Ich rate, macht mindestens mit negativen und so weiter 4 positive und 4 negative und 4 normale und 4 Brüche. Moment, also die Frage war, wie komme ich jetzt auf 4 nach oben? Ganz einfach, ich setze hier eine 6 ein. Statt einer 3 setze ich eine 6 ein. 6, 2 mal 6 ist 12, durch 3 ist 4. Dann ergibt sich das Errechnete als 4 und dann muss ich hier 4 nach oben. Und der Punkt liegt dann auch da. Ich kann also meinen Steigungsdreieck auch vergrößern. Das war der Hintergrund des Ganzen. So, das ging auch mit einer 1,5. Dann hieße das 2 mal 1,5 ist 3 durch. Aber dann habe ich hier wieder so ein 1,5 ging aber. Das ist nicht so ein schlimmes. Guckt mal hier. Dann habe ich 1 nach oben und so weiter. Die Steigungsdreiecke sind einander alle ähnlich. Die haben alle gleiche Verhältnisse. Kommen wir noch drauf. Also zum Üben, wie gesagt, macht euch mit Ganzen. Mit ganzen Zahlen meine ich auch negative, logischerweise. Und mit Brüchen, auch mit negativen Brüchen. Macht 4 Beispiele, dann habt ihr das wirklich drauf. Gut, ich schließe das Video an der Stelle ab.